Hallo. Hallo ihr Lieben. Wir sind's. Der liebe Max neben mir. Und ich bin auch dabei und wir wollten euch vom Hanfanertag berichten. Unsere Sendung heißt ja diesmal Hanfanertag total versaut. Mhm. Wir hatten jetzt nicht so viele Flitzer da. Weniger als letztes Jahr auf jeden Fall. Am Wetter ja war es auch nicht total versaut. Es ging zwar mit Regen erst los, aber um... Genauso, gegen Mittag ist dann besser geworden. Um 14 Uhr ging dann die Sonne raus und ja. Aber irgendwie ist der Hanfanertag trotzdem total versaut. Irgendwie total versaut, ja. So kann man es irgendwie nennen. Da gibt es auch mehrere Gründe. Der erste Grund ist, wir haben da neues Equipment benutzt, fängt mit A an, so ein Apple-Phone, und haben uns da auf so ein Mikrofon verlassen und wie das so oft so ist mit der Technik, ja, ist der Ton total versaut, darum haben wir echt nicht viel Material, was wir euch da zeigen können, aber ein paar Bilder werden wir euch natürlich einblenden. Genau, ja. Wir können ja jetzt mal so eine kleine Übersicht da einspielen, wie es da und wie viele Menschenmassen da eigentlich so zu sehen waren. Ja, waren eigentlich mehr als letztes Jahr? Nein. Nee, also es war gefühlt ein bisschen weniger eigentlich. Gefühlt ein bisschen weniger. Gefühlt waren es ein bisschen weniger, ja. Aber lass es mal reinschauen, die Leute. Ja, genau, schauen wir. Am Ende des Tages geht es nicht um den gemeinsamen Trenner, sondern um den gemeinsamen Nenner. Und wir haben mehr Dinge, die uns miteinander verbinden, als Dinge, die uns voneinander unterscheiden. Die Bedürfniskette eines Menschen, ist immer dieselbe. Egal aus welchem politischen Spektrum, von oben, unten, darüber, dahinter, links, rechts, egal welcher Sexualität, welcher Herkunft, und Hautfarbe, Bildung, die Bedürfniskette eines Menschen ist immer die gleiche. Das Problem ist, sie haben uns nur im Laufe der, so gut konditioniert, dass wir zumindest alle der Meinung sind, wir können ja nicht durch Luft und Liebe leben, wa? Also bei uns in Berlin, ich komme aus Berlin, da heißt es immer so, weil eigentlich gar nicht mal Luft und Liebe alleine war. Und da sage ich, hey Leute, wenn ich nur 5 Minuten auf meine Atemluft verzichte, habe ich ein richtiges Problem. Wenn meine Eltern nicht durch einen Akt der Liebe zueinander gefunden hätten. Ich sage euch Leute, ich lebe von Luft und Liebe. Die so rum aussieht, dass wir, wenn wir nur 5 Minuten auf unsere Atemluft verzichten müssten, hätten wir ein Problem, außer du bist Apnoe-Taucher. Wenn wir 15 Tage auf Nahrungsmittel verzichten müssen, haben wir ein großes Problem. Wenn wir 50 Tage auf eine soziale Interaktion, eine Umarmung, ein Gespräch verzichten müssen, haben wir ein tierisches Problem. Sie haben uns glauben lassen, dass Geld an der Spitze der Bedürfniskette steht. Weil wir all die Dinge mit Geld können, aber sie sind von Grund auf uns. Sie gehören uns. Lasst uns zurückholen, das was uns gehört, und lasst es verteilen nach gleichem Recht, denn es ist ein jedem Menschen Geburtsrecht, Zugang zu all den Ressourcen zu haben, die wir so selbstverständlich unser eigen nennen. Wir möchten auf jeden Fall erstmal Danke sagen, dass der Hanfanertag 2016 stattgefunden hat. Auf jeden Fall. Wie immer ein größeres Spektakel. Die Zahlen wollen wir jetzt gar nicht genau schätzen, ob es jetzt ein paar mehr oder ein paar weniger waren wie letztes Jahr. Ich habe gefühlt, dass es ein bisschen weniger gewesen sind, irgendwie. Also vom Mist auf jeden Fall her. Ja, der Müll war diesmal auf jeden Fall besser organisiert. Ja, also es haben sehr viele Mülltüten gehangen, es war auch, lag nicht sehr viel Müll rum. Also da kann man wirklich sagen, ja, das haben die Organisatoren gut gemacht, beziehungsweise auch die Leute, die dabei waren, dass die ihr Müll wirklich da weggeräumt haben. Genau. Und vor allem denke ich mal, großes Danke an die Stadt Wien, dass sowas überhaupt, so eine große Veranstaltung auch überhaupt möglich ist, würde ich mal sagen. Weil es ja doch ziemlich schrill und bunt ist und sie vielleicht von anderen Veranstaltungen abhebt. Und auf jeden Fall ein Danke auch an die Polizei, die das geleitet hat. Oder quasi den Zug da durchgeleitet hat durch Wien, und das eigentlich ganz lässig verlaufen ist, muss ich sagen. Also ich habe da jetzt wenig Übergriffe gesehen, also das war letztes Jahr gefühlt auch definitiv mehr
also so von Rennen beobachtet her. Ja, aber trotzdem hat das eigentlich bis zum Schluss ganz gut funktioniert, oder? Hast du da? Ja, Übergriffe von der Polizei waren natürlich ja, da, schon, aber auch vermehrt, ja. Also mehr als letztes Jahr hatte ich so das Gefühl. Okay, okay. Zumindest bis wir losmarschiert sind, da wir uns ziemlich lange diesmal am Platz aufgehalten haben, das hat ja organisatorisch da wohl nicht so gut geklappt. Die wollten ja um 15, 16 Uhr losziehen und es ist dann irgendwie 5:30 geworden. Mhm. Das heißt, wir haben uns da so mehrere Stunden am Platz aufgehalten. Genau. Und das gab der Polizei natürlich schön die Möglichkeit, immer wieder die Leute rauszuziehen. Es wurde auch mit Kamera beobachtet. Genau. Ja, gut, aber da können die Organisatoren nichts für, da können die Leute nichts für, das ist halt eher, ja. Es ist einfach, muss man auch dazu sagen, es ist ja, glaube ich, von dem leitenden Polizisten dort, ist ja irgendwie hat er da kurz Anspruch gehalten und hat ja auch gesagt, also die Leute sollten quasi auf Gesetzesüberschreitungen verzichten, irgendwie, wann das möglich ist, weil sonst. Genau, richtig. Wie sollte ein Hanfanattack stattfinden oder wie würden wir uns einen Hanfanattack vorstellen? Ja. Vor allem, was tut der Hanfanattack jetzt? Warum war der für dich total versaut? Ja, boah, total versaut war er für mich eigentlich aus dem Grund, weil für mich nicht mehr erkennbar war, dass der Hanf irgendwie was damit zu tun hat. Irgendwie. Also es haben sich alle Themen vermischt, aber Hanf war da halt auch dabei. Ja. Aber ich habe das weder an die Ansprachen wirklich jetzt auserkannt und nur an der ganzen Veranstaltung eigentlich nicht. Ja. Es war für meine Ohren einfach, obwohl ich gern also zum ersten Mal da mitgegangen bin, einfach auch zu laut und ich fasse einfach jetzt für mich zusammen deswegen versaut, weil es einfach eine versaute Chance war für den Hanf und für die Legalisierung, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn so ein Aufwand betrieben wird, dann jetzt rein von der Stadt auch her oder generell von dem, wie viele Menschen da involviert sind, dass das einmal stattfinden kann überhaupt, ne? Und wie klasse das ist, dass das auch stattfinden kann, war es wenig effizient, sage ich jetzt einfach mal, und das habe ich halt einfach schade gefunden. Und warum? Wegen der lauten Musik, oder? Nein, nicht nur wegen der lauten Musik, aber weil man das einfach weil man sich, glaube ich, auch nicht sicher ist, was der Hanfwandertag jetzt darstellen soll. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ist es eine Demonstration? Ist es eine Techno, also eine Musikveranstaltung irgendwie oder verschiedener Ort irgendwie? Was ist das jetzt genau irgendwie? Mhm. Ja? Oder ist das wirklich ein Wandertag, wo man einfach nur sich anhängt und mitgeht und nicht und vielleicht auch ja, einfach nicht mehr recht wie Eigeninitiative auch betreiben muss, sondern sich einfach halt irgendwo anhängt irgendwie. Also die Frage hätte ich einfach gerne mal geklärt und gestellt, stellt sich für mich einfach. Weil, das ist noch zusammenfasst, sonst wird sie sich für die ganze Szenerie und für die ganze Legalisierung als sehr, sehr kontraproduktiv herausstellen, was da jetzt gerade passiert. Irgendwie. Also man sollte da auf jeden Fall mal ein paar Fragen stellen. Und das dann noch alles mit. Also um das zusammenzufassen, ich glaube eigentlich auch, dass ein Hanfanattack den Sinn hat, schon viele Menschen zusammenzukriegen, um der Bevölkerung zu zeigen oder der Öffentlichkeit zu zeigen, der breiten Öffentlichkeit zu zeigen, wir wollen Hanf legalisieren, Cannabis legalisieren, und zwar aus diesem und jenem Grund, ja. Und das kann ich einfach nicht, indem ich mit ein paar lautstarken, besoffenen, mit Drogen vollgepumpten Leuten durch die Stadt laufe und die Leute fragen sich, was ist denn das hier? Es wird ja nicht mal von außen gesehen oder von vielen von außen nicht gesehen, was ist das hier für eine Demonstration? Ja. Warum ziehen die hierher? Und das verfehlt ja das Ziel, ja. Genau. Und darum sollte man mal die Sinnfrage eben stellen, was ist eigentlich das Ziel vom Hanfanattack, nicht? Ja, genau. Ja. Die Masse kriegen sie ja wohl zusammen mit dem Aufruf, hier spielen tolle Musikbands oder wie auch immer, oder DJs. Aber Leute, ist das euer Aufruf? Wollt ihr so die Öffentlichkeit überzeugen? Ja. Ist das Image, was man der Bevölkerung von Hanf irgendwie übermitteln möchte? Das sollte man vielleicht einmal stellen, weil ich denke mir, wie du schon sagst, wenn man da jetzt mit Lautstärke die Leute verschreckt, und eigentlich geht es ja genau darum bei einer Legalisierung, dass man die Bevölkerung hinter sich kriegt.
in Wahrheit, nicht? Das ist ja doch das Wichtigste, dass ich die Bevölkerung hinter mir kriege, egal was ich in der Welt da draußen umsetzen möchte. Ich brauche überzeugen. Die. Ja, genau, richtig. Und jetzt muss ich mir nur anschauen, was da, wer da lebt oder wie kann ich die Leute erreichen irgendwie. Ich habe das, nur das Gefühl gehabt, vielleicht ist das ja nur rein, ich meine, wie immer alles subjektiv, aber vielleicht habe ich noch so das Gefühl gehabt, dass das halt sehr mehr Leute abgeschreckt hat, als jetzt angezogen hat, rein gefühlt. Ja. Naja, man muss unterscheiden. Also die Leute, ja, die da waren, die hat es natürlich nicht abgeschreckt, weil ja, viele Leute kommen einfach, weil sie hartgesottene sind, die jedes Jahr zum Hanfanertag kommen und den unterstützen, ja, weil es genau einfach Kult ist, weil es einfach dazugehört. Ja. Ja. Viele Leute kommen, weil sie gewisse Bands sehen wollen. Da kommt man natürlich. Oder auch, weil tolle Leute reden. Diesmal ja, war der Richter Müller da, der etwas gesagt hat. Und viele Patienten auf, die etwas zu sagen haben. Ja. Das ist schon okay, ja. Es findet leider sehr wenig Aktivismus statt. Sind da Leute, die halt einfach da stehen und halt Juhu schreien, wann halt ein Anschreier da steht, der halt schreit jetzt so, jetzt schreien wir dreimal Legalisieren so irgendwas. Ich weiß nicht, ob es das braucht. Entweder kommen dort Leute, die Aktivisten sind oder die aktiv an dem Tag die Cannabis unterstützen wollen, auf was für bunte und lebhafte Art und Weise auch immer. Da gibt es ja, ganz viele kreative Wege ja, irgendwie. Schaut euch mal Karneval im Ruhrgebiet an, dann habt ihr vielleicht Beispiele, wie man sowas gestalten kann. Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du ja, schon sagst, ja. Aber dann muss ein LKW dahingestellt werden, wo ein riesen LED drauf ist, der wirklich Geld kostet, ja, wo man schöne Dinge mitmachen kann heutzutage mit Geld. Und was sehe ich da drauf in den ganzen 4 Stunden? Ja. Die Einblendung von den Sponsoren. Ja. Danke Sponsoren, dass ihr das finanziert. Ja. Ja. Doch ihr finanziert doch auch hier die Legalisierung. Was nützt denn der Bevölkerung und der Öffentlichkeit, eure Sponsoren Logos da dauernd zu sehen? Das macht doch keinen Sinn. Da gehören doch zumindest sinnhafte Sprüche drauf, Überzeugungsarbeit richtig, leisten, genau, die Leinwände nutzen, ja, sag ich mal. Dass man mal die Bevölkerung einfach mitnimmt, die da stehen. Ja. Und ich bin mir vorgekommen oft, wirklich, da bin ich mir vorgekommen wie im Zoo, wenn du da durchgeschleust bist, die Leute sind echt nur mehr da gestanden mit einem Handy und haben nur mehr den Mund offen gehabt und nur mehr gestarrt. Die haben auch nicht gewusst, was da passiert eigentlich. Wir wollten aber jetzt hier keine Meckersendung rausmachen, weil total versaut ist ja auch total schön. Deswegen haben wir gesagt, wir bringen noch ein bisschen was Konstruktives rein. Genau. Und schaut euch noch mal ein paar Bilder an. Schön, dass du mal wieder vor der Kamera bist und natürlich uns am Hanfanertag begleitet. Jedes Jahr. Ich hätte jetzt mal eine spezifische Frage an dich. Ja. Für mich ist das total unlogisch, warum eigentlich, wenn ich jetzt beim Kiffen erwischt werde, ja, fällt das ja im Strafrecht rein. Ja. Und für mich war immer so, wenn es doch da kein Opfer gibt, wieso fällt das überhaupt ins Strafrecht und nicht ins Verwaltungsrecht? Okay, die Frage höre ich öfter. Es geht darum, das Strafrecht will Rechtsgüter schützen, wie Eigentum, körperliche Integrität, unter anderem auch die Volksgesundheit. Okay. Volksgesundheit, ein Begriff meiner Meinung nach aus der Nazi-Zeit, das sollte man wirklich überdenken. Wenn jemand kifft, schädigt er keinen außer sich selbst eventuell, gell? Okay? Jetzt ist die Frage, warum ist das unter dem Regime des Strafrechts, das ist das Härteste, was der Staat eigentlich hat, Strafrecht, einsperren, vorbestraft und so, was rechtfertigt das, gell? Jetzt haben wir 30, 40 Jahre extremste Prohibition, extremste Verfolgung und es gibt nicht weniger Kiffer. Ja. Vielleicht gleich viel wie früher. Also offenbar wirkungslos. Interessant ist in Deutschland die Diskussion jetzt, dass es zum Bundesverfassungsgerichtshof gehen will, Karlsruhe, und sagen, naja, wenn das 40 Jahre nichts geholfen hat, um die Volksgesundheit zu schützen, gell, dann ist wohl der Strafrecht nicht das geeignete Mittel. Es gibt keine sachliche Rechtfertigung, jemanden so gravierend zu verfolgen, wenn er nur kifft und für sich selbst anbaut. Da wäre wirklich die Frage berechtigt, ob man die Volksgesundheit vielleicht nicht durch Verwaltungsstrafen, was weiß ich, so wie falsch parken, reglementieren kann. Praktisch, wenn ich jetzt im Auto nicht angeschnallt bin, das praktisch. Schau, das ist ja, danke für das, das ist ein guter Hinweis, ein guter Vergleich. Ich frage mich, seit es in Österreich Gurtenpflicht gibt, warum muss ich mich angurten? Wenn ich unangegurtet oder angegurtet einen Frontalcrash mache,
ist das Gegenüber genauso geschädigt, wie, also wie angegurtet bin oder nicht. Gell? Also heißt es, warum werde ich verpflichtet, mich zu schützen? Hier geht es auch um die Volksgesundheit. Der Staat sagt, wir wollen gesunde Bürger haben, die nicht krank sind, die brav arbeiten können. Gell? Und wir wollen keine haben, wo wir teure Behandlungskosten haben. Wir müssen auch das Gesundheitssystem schützen. Gell? Aber mir ist nicht bekannt, dass zum Beispiel Kiffer irgendwie ein Problem hätten wie schwere Alkoholiker mit Leberzirrhose und sowas. Also da sieht man ja, dass es sachlich nicht gerechtfertigt ist, Cannabis so hart unter das Regime des Strafrechts zu stellen. Wir sind natürlich durch internationale Verträge verpflichtet, es unter Strafrecht zu stellen, die einzige UN-Konvention. Aber Österreich hat einen Vorbehalt. Wir müssen das nicht im Strafgesetz, Suchtmittelgesetz haben. Das könnte gerne. Wir könnten das im Verwaltungsstrafrecht haben, wie falsch parken oder mit dem Auto zu schnell fahren. Okay, zahlst 21 Euro, Sache ist erledigt. Gell? Kein Gesundheitsamt, gar nichts. Gell? Aber beim Gesundheitsamt sieht man wieder, da geht es um Schikane, sagen manche empfinden es als Schikane. Da geht es darum, warum will der Staat mich zwingen, dass ich mich behandeln lasse. Es gibt ja keine Behandlungspflicht in Österreich. Aber indirekt schon, eben durchs Führerscheinrecht, weil sonst ist der Führerschein weg, wenn du nicht die Kontrollen machst. Das ist alles, wo man sagt, ist das überhaupt noch angemessen? Gell? Man muss sich drüber überdenken, das. Hey Leute, wenn ihr Probleme habt, nicht nur in Wien, in Österreich mit Führerschein, der Gottfried Hudel, der kennt sich super aus, wendet euch an ihn, ja, oder an Take Your Rights und da wird euch geholfen, ja. Danke. Danke, viel Spaß noch. Gell? Ciao. Danke, ciao. Ich bitte euch um ein dreifaches Legalize für die ganzen Leute, die mitgeholfen haben. Legalize! Vollgas, Hannes, grüß dich, 2016, Hanf von der Tag, servus! Ja, ich kann ja sagen, ich bin ja jawohl, du bist mit Intransparenz schwer vertreten heute, aber was steht uns denn bevor heute? Ich hab keine Ahnung, jetzt lass mich überraschen. Das in der Früh war es immer so viel Regen oder so. Ja. Mittlerweile hat sich der Himmel geöffnet, die Sonne ist da, ich schwitze mir unter meinen Zylindern oben. Also Leute sind genug schon da, könnten ruhig noch mehr kommen. Ich bin voll begeistert. Jetzt habe ich noch ganz kurz ein paar schlechte und ein paar gute Nachrichten. Die schlechte Nachricht ist, leider will sich die Polizei möglichst viel Bürokratie einarbeiten. Deswegen wird heute wieder kontrolliert. Bitte weist eure Freunde darauf hin. Es gibt ganz einfache Lösungen und das sind die guten Nachrichten. Euer Hanfshop bietet euch Zubehör für Verstecke. Da kifft's in der Mitte, kifft's in der Mitte. Das Legalisement ist nahe. Die Entkriminalisierung ist bald da. Die Cannabismedizin gibt es schon. Dankeschön. Wir haben unglaublich viel extrem geile Bullis. Das war halt mein Wunsch. Das ist alles, was ihr heute kauft, muss ich nicht herumschleppen. Ich bin Schmerzpatient in Deutschland und deutsche Schmerzpatienten dürfen Betäubungsmittel mit auf Reisen nehmen, sofern sie einen Schengenschein bei haben. Also habe ich meinen Cannabis, was mir in Deutschland vom Arzt verschrieben ist, was ich in der Apotheke kaufen kann, ich bin chronischer Schmerzpatient seit 35 Jahren. Und dann konnte ich das nicht sogar mitnehmen. Dann musste ich mich hier in Wien nicht auf dem Schwarzmarkt versorgen. Aber das Problem ist, ihr dürft das alles nicht. Und ich denke, hier gibt es eine Menge Leute, wie der Herr Dr. Blas eben schon gesagt hat, die Cannabis als Medizin nutzen, richtig? Ja. So, und solange ihr euch hier noch mit Dronabinol zufrieden gebt, Leute, da wird das nichts. Ja, freiwillig wird das nicht, da wird kämpfen. Ich denke, hier gibt es ganz, ganz viele Leute,
ganz viele Leute, die Cannabis medizinisch nutzen. Und davon sollten sich einfach mal ein paar auf den Klageweg begeben. So schwer das ist, so weh das tut, aber auch wir haben das so geschafft. Und freiwillig wird das nicht. Und ich denke, dafür, dass ihr hier legale Stecklinge habt und da schon so weit seid, seid ihr mit Cannabis als Medizin noch relativ weit hinten. Und deswegen, bitte, bitte, tut was. Ja? Eine Faustfahne. Yes. Bitte ein dreifaches Legalize. 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 Ich wünsche mir so sehr, dass der Mensch endlich aufwacht aus dem Schlummer und Schlaf. Ich wünsche mir so sehr, Wien, ich wünsche mir so sehr. Wir haben aus den ehemaligen Banner, aus den letzten 6 Jahren, haben wir Taschen gemacht. 60 Euro Unterstützung, ihr könnt es verhandeln, nehmt andere Sachen. Es gibt ein Angebot für 100 Euro, kriegt ihr eine Taschen, 2 Bullis, 2 Leiberl und Kleinigkeiten. Mein Appell an euch, ihr werdet eure Freiheit nicht umsonst kriegen. Ihr müsst da überall was tun. Und wenn ihr nächstes Jahr hier seid, bringt jeder von euch noch 2 Leute mit. Dann habt ihr eine Demo mit 30.000, 40.000 Leuten und dann kann man euch nicht mehr übersehen. Ich bedanke mich dafür, dass ich hier sein durfte und hoffe jetzt auf einen wunderschönen, lautstarken Wandertag. Ein Cannabis- und Führerscheinbuch. 10 Euro aufwärts. Also spült die Spendentöpfe, weil Arbeit, Kampfarbeit kostet Geld. Es gibt voll geile Anhänger. Für das ist nicht nur eine Veranstaltung. Das ist ein Geist, das was da ist. Das ist ein Spirit. Da gibt es den Wanderer, da gibt es das österreichische Hanfverband und da gibt es das Hanfblatt. Also geht's ja, entkriminalisieren, legalisieren, Freigabe für Medizin unbedingt, das muss her, das kann nicht so weitergehen. Ja, so, genau, richtig, genau. Sollen wir denn noch ein bisschen Konstruktives mit auf den Weg geben? Ne. Mach nochmal nicht. Willst du nochmal motzen? Ne. Na doch, na bitte, gern. Mach mal konstruktiv. Ja. Ja, unbedingt, ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, man könnte zumindest vielleicht vom Organisationsteam einen Patienten- oder Vereins-LKW klar machen, wo Leute drauf sind, die nicht das Geld haben wie Händler halt. Und ich denke mal, es sind genügend Sponsorengelder da, um auch so einen LKW mitzufinanzieren. Mhm. Und denen die Möglichkeit geben, zumindest ihre Message nach außen zu tragen. Das halte ich für sehr wichtig. Ja, absolut. Ja, für genauso wichtig würde ich halten, dass eventuell im Vorhinein Flyer gedruckt werden, aufklärende Flyer, wo sich genügend Leute bereit erklären, die auch am Rand, also die Leute, die eigentlich Zuschauer sind und gar nicht wissen, warum so ein Demozug da stattfindet und nicht nur Musik an sich vorbeirauschen sehen, dass die auch einen Zettel in die Hand gedrückt bekommen, wo drauf steht, was ist Hanf, warum wollen wir, dass Hanf legalisiert wird oder warum wird es verboten. Und das würde ich mir zumindest wünschen, dass sowas stattfindet, dass wir einfach mehr die Öffentlichkeit erreichen. Ja, genau, zumindest und gleichzeitig weniger abschrecken. Und da hast du heute schon so ein gutes Beispiel gebracht mit dem, wie man vielleicht die Lastwagen anders nutzen kann zum Beispiel. Vielleicht nur auf jeden dritten Musik oder Live-Musik zum Beispiel, ja, und leiser und ein bisschen natürlich so, dass man sich auch irgendwie, dass das angenehm ist und die Leute nicht, genau, nicht verstört sind. Man könnte zum Beispiel mal eine schöne Samba-Band mit dabei nehmen, die vielleicht auch mal so, ja, die Leute zum Tanzen auffordert, genau, oder so. Einfach kreativ sein und sich was ausdenken, wie man die Öffentlichkeit eigentlich einbinden kann. Ja, wie kann ich Leute, wir wollen doch Leute nicht zum Kopfschütteln bringen, wir wollen doch Leute dazu animieren,
sich aufklären zu lassen und sich zu informieren. Ja. Da müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen mehr einfallen lassen als einfach nur laute Musik. Ja. Konstruktiv war auf jeden Fall, dass man die Leute aufruft oder dass ich euch aufrufen möchte, dass mehr Eigeninitiative vielleicht betrieben wird. Ohne dass man sich da jetzt in den Hanf und Roggen zu sehr einmischen möchte. Ja. Und was auch immer der für viele Leute darstellt. Aber ich glaube, jeder, der an dem Tag auf die Straßen geht und mit dem Thema Cannabis schafft sicher, dass er mehr zusammenbringt, als nur hinterm Lastwagen nachzurennen, fett mit einem Bier oder so. Ja. Was ich mir noch wünschen würde, ist einfach, wenn die Leute es schaffen würden, auch wenn es eine Musikveranstaltung oder zur Musikveranstaltung hingeht, wir sind doch da, um den Hanf, um Cannabis zu legalisieren. Und ich würde mir einfach wünschen, wenn man seinen Konsum vielleicht auch sogar nur auf Hanf beschränken würde, zumindest für die Zeit des Hanfwandertages, ja. Und sich nicht zukippt mit Alkohol oder mit anderen Mittelchen, einfach nur, um das Ganze besser zu unterstützen. Es trägt einfach nicht dazu bei, Cannabis zu legalisieren, wenn da nur Alkoholleichen rumrennen. Das wäre einfach mein Wunsch, zumindest für einen Hanfwandertag, und wenn es nur bei 6 Stunden sind, wo einfach bei den Afterpartys nachher getrunken werden kann oder wie auch immer, aber nicht zu der Demo selber. Viel mehr gibt es sonst auch nicht. Ein paar Redner waren eh da. Ich würde mir noch ein paar mehr Zwischenstopps wünschen, weniger. Ja. Wir haben das echt von nichts. Die Bitte? Redner. Ja. Die Redner können doch auch reden während auf einem von die Lost wegen. Richtig. Weil dann informieren die nicht nur die paar, die eh schon da sind und das wissen, sondern eben genau die, die es noch nicht wissen. Nämlich, verstehst du? Absolut. Ja. Wollte ich gerade auch noch sagen. Ich wünsche mir mehr Stopps. Mit wirklich, wo Reden gehalten werden, wegen meiner kurzen Reden, wo Animateure reden und wirklich. Animateure? Ja, also die, um die Menge zu animieren oder auch aufzuklären, zu sagen, macht's bei uns mit, also geht's hier mit, wir demonstrieren für Hanf, weißt du? Das ist ja nicht an die den Flyer vielleicht hergeben. Ja, weißt auch man, die. Also diese bereite klären, dass sagen, okay, wir nehmen da Kontakt auf mit der Bevölkerung und. Und wir haben nur und schenken vielleicht was her. Eventuell Hanfkekse, ja, genau, zu jedem Flyer ein Hanfkeks dabei, ja. Ja. Wo ist das Problem? Ja. Jetzt nicht berauschend oder so. Ja. Ich meine, auch schön. Aber ja, kann man gut verteilen. Schön fand ich, dass auch wieder ein paar Tiere mit dabei waren. Ja. Wippo war dieses Jahr auch das erste Mal mit dabei. Wie fandst du den Hanfwandertag? Hey, du, hallo. Guck mal in die Kamera wenigstens, hör mal auf zu beißen. Was ist mit dir los? Okay, wir verabschieden euch von uns. Nee, wir verabschieden doch, uns von euch. Das passt schon. Wir verabschieden euch von uns. Euch. Und sagen bis zum nächsten Mal. Schaut jetzt noch mal ein paar Bilder. 1-2 Interviews haben wir noch. Und bis dahin. Schon dafür sein, dass man das freigibt, weil für medizinische Zwecke ist es auch wirklich sehr, sehr gut. Ich habe das auch bei meinem Sohn erlebt, dass er das wirklich gebraucht hat in seinen letzten Stunden. So? Ja, und ja, leider wird es eben nicht freigegeben noch. Also ich kann nur hoffen, dass man da besser damit umgeht. Ja. Wie Mariana ihrem Sohn geholfen hat? Er hat es eben im Spital dann bekommen, eben zur Schmerzbekämpfung. Ja. 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 Es soll natürlich kein Missbrauch betrieben werden, aber für medizinische Zwecke, genau, das Maß macht es aus. Man sagt immer, die Dosis richtig, macht noch das Geld. Herzlichen Dank. Ja.